Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Speedrandale. Heute wieder mit einem wunderbaren Gast, Ricky Wendler, a.k.a. Thiefbug. War doch richtig, oder, der Name? Ich bin mir nicht sicher. letzte Woche hat er schon einen wunderbaren Majora's Mask All-Mask-Kategorie gezeigt. All-Mask. War ein sehr unterhaltsamer Run. Was spielst du denn heute? Jo, diesmal mache ich die All-Dungeons-Kategorie. Ich hatte sie in der Theorie aber schon warte, mal. Aber nicht wieder Majora's Mask, oder? Nein, Ocarina of Time. Ja. Die hast du letztes Mal schon mitgemacht in dem All-Mask-Run. Ja, natürlich. Sind ja auch noch vier. In der Theorie habe ich den Run schon mal gemacht, vor 2 Jahren. In der Theorie. Der Unterschied ist, dass ich vor 2 Jahren, als ich hier war, da habe ich mir die ganzen Dungeons nur ins Inventar geschrieben. Ich habe die nicht wirklich gemacht. Ja. Diesmal mache ich sie wirklich. Mhm. Das hat nur den kleinen Unterschied. Mittlerweile erlauben es die Leute, dass man sich in die Credits warpt. Da bin ich kein sonderlicher Fan von. Ich werde also gerne noch traditionell besiegen, sagen wir es mal so, um das Spiel zu beenden. Aber ansonsten werde ich durch alle Dungeons gehen, mit allen Endbossen machen und dann das Spiel beenden. Das wird ein bisschen unter 2 Stunden dauern. Also ist die spezielle All-Dungeons-Speedrandale Fiefbar-Kategorie. Ne? Richtig. Ja, akzeptieren wir. Machen wir. Okay, du spielst wieder die japanische Fassung, die hat aber einen Textvorteil gegenüber den anderen, oder? Einen deutlichen. Mhm. In 100% sind das, glaube ich, 38 Minuten. Wow. Ja, wow. Akzeptieren wir auch. Jo. Gut, du bist bereit? Ich Dann bin ready. Ich zähle runter. 3, 2, 1, go! Nice. Wunderbar. Wie immer Cutscenes. Yay. Man hat ja nicht schon genug. Da kommen sie wieder. Die Cutscenes. Liebe Spieleentwickler, programmiert bitte eure Spiele so, dass man sie, nachdem man wenigstens einmal durchgezockt hat, kann die man, Cutscenes überspringen kann. Ja, kann man sie in den bitte, aktuellen bitte. Zeldas abbrechen? Ja. Ich glaube schon. Ne? Also da gibt es zwar nicht so viele diesmal, vergleichsweise. Ein gutes Beispiel ist auch zum Beispiel hier das neue God of War. Da, das hat irgendwie knapp 3 Stunden Cutscene und du kannst sie alle nicht skippen. Was? Ja. Ja, der Großteil ist natürlich aber auch, die Cutscene ist dann, du läufst, die reden dann die ganze Zeit miteinander. Ist auch, ein bisschen, schwierig, das dann so runterzudampfen. Bei Ocarina of Time muss man natürlich auch sagen, das ist irgendwie auch, glaube ich, so ein japanisches Ding. Die wollen einfach nicht, dass man die Cutscenes dann überspringt, weil wir haben uns so viel Mühe gegeben und das ist auch sinnig, dass du das alles mitbekommst. Ja, deswegen sage ich ja, einmal durchspielen und danach skippen. Das wär ganz die beste praktisch, Lösung. Ja. Seit Twilight Princess geht's ja. Ja. Nintendo hat auch den Service gelernt. Nach sämtlichen Jahren. Geht's denn in der 3DS-Fassung von Ocarina of Time, dass man die skippen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Grezzo! Mach doch wenigstens das mal hier ein bisschen rein. Naja, Bugs kann er. Also die All-Dungeons-Kategorie. Ocarina of Time ist natürlich eines der meistgerannten Games überhaupt, was Speedruns angeht. Wie hat sich die Kategorie verändert in der Zeit? Bist du da immer noch permanent am neue Sachen ausprobieren? Ja, ich bringe halt mittlerweile mehr so neue Sachen in alte Routen mit rein, weil wie gesagt, ich mache halt mit gerne am Ende. Das ist natürlich deutlich langsamer. Wobei man sagen muss, die All-Dungeons-Kategorie ist so oder so die technischste Kategorie, die es von den ganzen Runs gibt. Aber ja, also es gibt immer noch neue Sachen. Also ich werde einen relativ neuen Glitch auch hierbei dann noch zeigen. Im Allgemeinen sind die Glitches ein bisschen interessanter als Majora's Mask, würde ich mal behaupten. Okay. Ja, da bin ich gespannt. Also bei den letzten Runs, wo du hier warst mit den beiden Spielen, warst du auf jeden Fall bei allen bist du richtig vom Leder gezogen. Und gerade Ocarina hatte mit seinen, hier hole ich die Flasche raus, da überschreibe ich das Item, da gehe ich durch die Ladezone. War schon sehr, sehr wild, wenn du hier auch noch alle Dungeons mit reinbringst. Da ist ja Potenzial um noch viel, viel mehr Stuff geboten. Oh ja. Ich liebe halt so Kategorien für Showcase. Ja. Also einfach zu zeigen, was kann man mit den Spielen machen, wie weit kann man gehen. Ah, wundervoll. Ja, ich freue mich. Ist wahrscheinlich auch, obwohl du alle Dungeons machst, einiges an Sequence Break mit drin. Ja. Ja, ne? Also wir haben nach der Master Sword Cutscene eigentlich kaum noch Cutscenes, wenn ich das Aber erstmal zum Master Sword kommen. So, mal gucken, ob alle Kristalle auch in der Lichtwelt sind, siehe, ne? Guck mal, Saria.
Wusstet ihr, dass die Farbe von der Fee von Saria in der Opening-Cutscene random ist? Echt? Ja. Ne, das wusste ich nicht. Nie darauf geachtet, so richtig. So, erstmal brauche ich das Schwert. Das ist aber auch eine Sache, das Schwert da versteckt, wo einfach immer diese dicken Kugeln durchrollen. Ja. Auch nicht besonders klug. Aber ich sagen muss, als Kind hatte ich Angst vor der Kugel. Ja, die Kugel ist auch enorm, ne? Mega enorm. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Ja, eigentlich schon, aber. Aber am Anfang weiß es nicht. Ja. Und viel Schaden macht es auch nicht. Nee. Eben nur mal 5 Kilometer groß. Ein Kokiri-Schwert. Das ist bestimmt sehr nützlich. Fisher Price, my first sword. Spürst du auch, dass die Klinge aus diesem angemalten Plastik ist, ja, ne? Ja. Jetzt hab ich hab Fisher Price kurz mit Fisherman's Friends verwechselt und dachte, hey. Moment. Warum ist denn so frisch das Schwert? Gegen Mundgeruch, ja. Als wir vorhin gesprochen haben, sagtest du, dass die Ocarina-Runs auch in vielen Kategorien eh sehr weit runtergegangen sind von der Zeit her, dass der 100%-Run mittlerweile bei rund 4 Stunden ist. Ja. Das ist natürlich schon mega krass, ne? Das heißt aber auch, All Dungeons ist nochmal einen Tacken kürzer. Hm? Ja, also der Weltrekord ist irgendwo bei 1,30 rum. Aber wie gesagt, krass. Mit Credits Warp. Mit Credits Warp. Wie viel würde dir das denn sparen, wenn du das auch machen würdest? 5 Minuten. Mhm. Aber unfassbar schwer. Ja, das ist natürlich dann auch etwas, wenn du darauf das angehst und du hast dann deine 1 Stunde 25 Minuten gemacht, ne? Und dann, darauf kommt es jetzt an. Also ich würde, es geht mir dabei nicht mehr um die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit wäre bei mir eher ein Faktor, dass ich's mach. Mhm. Aber also, ich bin es fehlt einfach, ein signifikanter Teil, ne? Ja, ich bin einfach kein Fan davon. Das ist, ich mache irgendwie fast alles komplett und dann lasse ich Ganon weg. Also ja. Ja. Schon ein bisschen komisch. Ja, stimmt. Also du brauchst ja auch irgendwie einen einigermaßen vernünftigen Abschluss. Ja. Link, du gehst jetzt weg, ohne den Dekobaum gemacht zu haben. Na gut, ich will dich nur daran erinnern, dass du hier gar nicht sein solltest. Und ich hier eigentlich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass du in dem Spiel auch drin bist. Ja, natürlich. Ich bin eigentlicher Synchronsprecher gewesen. Ja. Ja, N64. Das war für die CD-Version gedacht. Ja. Für 64DD. Ah. Ja. Da haben sie meine Voice-Files leider nicht benutzt. Und dann haben sie die in den CDI-Teilen rausgeschnitten. Ja, ganz genau. Und dafür die in ein anderes Spiel reingeschnitten. Wann speedrunst du die endlich mal? Oh, ja. Wand of Ganelon Speedrun. Die würde ich tatsächlich für die Cutscenes würde ich das machen wollen. Hast du die mal casual gespielt? Nein. Nein. Ich habe einen von denen mal auf der, ich glaube auf der Gamescom hatte ich mal ein paar CDIs gesehen, wo das drauf war und mal probiert kurz. Das ist Kraut und Rüben, ne? Das willst du nicht. Nee. Du drückst nach links, es geht nicht nach links. Irgendwie ganz merkwürdig. Alles Bullshit. Und selbst die Steuerung eine Herausforderung ist. Ja gut, Link, ich will dich nur daran erinnern, hier war noch ein Dungeon auf dich, ne? Ich will es nur mal gesagt haben, bevor du von dann ziehst. Mir eben erst aufgefallen, Saria dürfte auch nicht draußen sein. Hm. Die hat gewusst, dass du ihr ein bisschen Schweinkram anstellst, ne? Wenn du da durch kannst. Soll ich dir den Text nochmal erzählen? Ach nö. Orally? Ja. Ist der Default auf bitte nochmal erzählen, oder? Ja. Okay, da musst du also wirklich extra achten, ne? Richtig. Boah, ist das nervig. Ja, rede und dann, okay, ich wiederhole es nochmal. Weil es so schön war, fährst du nochmal von vorne. Die ganze Zeit, ey. Dumme Eule. Vom Eulenkönig zum Leuenkönig, ne? Das ist doch der verwunschene König, oder? Ne? Ja. Ist mal eine Eule, ist mal ein Boot. Was war der noch nicht? Du rennst jetzt natürlich rückwärts, weil das schneller geht. Ja, genauso schnell wie mit einem Hasenohren vorhin. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt hier eine gewisse Position auf dem Control Stick halte, bin ich im Beschäftigtenstatus und die Eule da. Achso, die sagt ja, wenn er beschäftigt ist, dann lasse ich ihn mal in Ruhe. Ja. Also ab nach Kakariko. Und Hühner sammeln. Ah, die Hühnis.
Naja, das wäre Ocarina of Time ohne Flasche. Ja, ohne Flasche, nee. Du hast eigentlich alles, was du brauchst mit der Flasche. Richtig. Na, zum Glück kannst du nicht softlocken mit dem Hähnchen, wie in Link to the Past. Stimmt, das ging, ne? Ja, du kannst, wenn du im falschen Augenblick, ich glaube, es ist so, wenn du die im falschen Augenblick aufhebst, dann softlockst du das Spiel dann. Trickst du sie halt die ganze Zeit, ohne dass die verschwindet, aber du trickst sie trotzdem und kannst nichts mehr machen. Du kannst weder mit Türen noch mit Items agieren. Du musst halt resetten. Oder save und quit machen. Ich nehme auch mit. Nein. Ja, nein, mitnehmen. Mitnehmen. Okay. Als das rausgekommen war, ich weiß noch, das war glaube ich das erste Spiel, was ich 24 Stunden am Stück gespielt habe. Boah. Bin ja auch nicht zur Uni gegangen danach. Es ist immer noch traurig, wenn ich drüber nachdenke. Ich war 6 Jahre alt, als es rauskam. Und dann höre ich ja zur Uni. Okay. Ich kann mich genau an den Tag erinnern, wo es rausgekommen ist. Das ist für mich kein vernebeltes Ding weit, weit hinten. Ja, ich weiß noch, dass ich das Spiel damals vom Dekobaum ausgemacht habe, weil ich Angst vor dem Dekobaum hatte. Ja. Oh. Der ist aber ein bisschen creepy mit seinem Schnurrbart. Sage ich, der mit dem Schnurrbart hier gerade. Aber nee, also es war... Ich hatte mir es auch reserviert hier in Hamburg. Mhm. Bei Game Castle hatte ich es mir geholt. So ein kleiner Spieleladen, den es immer noch gibt. Und der hat vielleicht sogar einen Tag früher rausgegeben oder so. Auf jeden Fall von da aus geholt, weil man sollte sich im besten Fall reservieren, weil jeder es haben möchte. Mhm. Schön mit der Packung nach Hause gegangen. War das nicht auch das meist vorbestellte Spiel aller Zeiten oder so? Das kann sehr gut sein. Also normalerweise vorbestellen würde es ja hier in Deutschland eher, oder zumindest auch früher weniger machen, weil das Spiel kommt raus, dann kaufst du es, ne? Ja. Aber die haben ja gerade in den USA diese Pre-Order-Culture so hochgepackt. Oh, wir haben vielleicht limitierte Quantitäten von dem Ding und dann gibt es nochmal eine Special Edition und dies, jenes und alles, dass du ja angewiesen wirst, da zu pre-ordern und vorbestellen und vorher zu bezahlen. Ich bin da nicht so groß der Fan von, wenn du die Möglichkeit hast, eventuell mal früher dran zu kommen. Es war bei... Ich habe es bei Mario Sunshine und bei Wind Waker auch so gemacht. Da hatte ich die Spiele auch ungefähr 2-3 Tage vor dem offiziellen Release, weil die dann schon rausgegeben wurden. Da haben die aber auch schon ein bisschen Euro mehr genommen, ne, damit man es vorher haben kann. Und zum Beispiel Sunshine hatte ich durchgespielt, bevor der offizielle Release war. Das war ein bisschen traurig. Das hat mich geärgert. Ich gehe nur hier hin, weil ich Krabbelminen brauche. Mhm. Was anderes will ich gar nicht. Das gilt auch nicht als Dungeon dann, ne? Das ist ja eh nur so ein kleiner Mini-Kerker. Genau. Aber dafür muss ich einen kleinen Cutscene-Dive machen. Ich bin gerade ganz knapp über einer Rampe. Mhm. Und da kann ich die Ocarina ziehen, sodass ich runterfalle. Aber dadurch rutsche ich von der Rampe ab, bin immer noch im Cutscene-Status und die Umgebung hier lädt nicht. Mhm. Kann ich nutzen, um hier aus dem Raum zu klippen und hier rein zu klippen. Oh, nice. Und da sind die Krabbelminen. Und da sind Krabbelminen. Du, 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 du. Macht's gut, ihr Trottel. Und das war eigentlich alles, was ich als Kind machen will. Jetzt hol ich das Masterschwert. Du wirst die Dungeons als Kind dann aber doch noch als Kind machen, ne? Oder kann man irgendwie... Nee? Nein. Du gehst halt... Ah, okay. Jetzt schon grinsen. Nein. Nein. Er wusste, dass diese Frage kommt. Ja. Mensch, Link, wo bist du? Ich warte schon seit 7 Jahren auf dich. Ja. Ja. Gut, dass du nicht absäufst hier. Sonst ist man ja früher darunter irgendwie mit diesem Jump-Glitch oder sowas, ne? Dass du mit dem Schwert dann den Sprung machst und dann irgendwie da unten durchrutscht. Das ist mittlerweile nicht mehr nötig, ne? Dadurch, also, alles gemacht hast. Ich hab's ähnlich gemacht. Ich habe halt Navi benutzt, dadurch kam ein Text auf und Text zählt als Cutscene. Cutscene deaktiviert alle Collisions an sich. Also nicht alle Collisions, aber Wasser. Und dann falle ich einfach runter. Joa. I accept it. Das ist auch immer die Sache, wo man es so normal gespielt hat. Wir haben es natürlich dann über die Jahre immer wieder gezockt.
wie bewegt sich Link am schnellsten weiter, ne? Eine Zeit lang sind wir dann rückwärts gesprungen, aber haben nie genau gecheckt, ob das wirklich, es hat sich schneller angefühlt. Mhm. Oder auch, dass die Kamera seitlich drehen und dann Seitensprünge machen. Mhm. Aber letzten Endes, das normale Rückwärtslaufen ist so am schnellsten in der Variante, ne? Ja. Ja, okay. Was ist denn da passiert? Wir gehen nachts da rein. Ja, ja, klar. Das Tor ist im Seebuffer drin. Mhm. Also, solange ich es nicht anschaue, aktualisiert sich es nicht. Sprich, ich halte einfach den Z-Button gedrückt und stelle sicher, dass es sich nicht aktualisiert und laufe dann auf die Kette und lasse es sich dann aktualisieren. Dann zieht es sich ganz schnell hoch und ich werde mitgezogen. Mensch, 13 Minuten und hier bist du schon, Link. Ich bin noch gar nicht fertig für dich. Mal gucken, ob ich es anbuffert hinkriege. Nope, schade. Ui. Nicht schlimm. Das ist dann wirklich die letzte große Cutscene an sich. So, dann schaue ich mir jetzt lieber mal die Frames an, die ich habe. Erster Frame. Also nach links halten. Es kommt halt darauf an, welchen Frame man hat, dann braucht man anderen Input. Aber man hat eh nur zwei Frames für den Sprunghieb, von daher. Alles klar. Das ist jetzt gleich dann die, du ziehst das Schwert raus und die ganze Diskussion mit dem Weisen, ne? Ja. Als Cutscene durchgehend. Ja. Das ist schwierig, weil der kann man auch keinen vernünftigen Ansatz finden, wie man darüber weg kann, weil es ist so eine zusammenhängende Cutscene, die in andere Locations hingeht. Du kannst nicht irgendwo reinspringen, nicht irgendwo aktiv was machen. Master Sword, naja. Wie lang waren die Demos damals in Super Smash Bros. Brawl? Das hätten wir bestimmt auch in der Zeit hinbekommen. Ja, wahrscheinlich. Hätten wir wahrscheinlich. Haha, Link, wenn du wüsstest, was du gerade tust. Die Zeitlinie spaltet sich in drei. Und die Leute werden... Ich weiß gar nicht, dass du so gut Japanisch kannst. ...nie wieder wissen, in welcher Zeitlinie welches Spiel spielt. All die Sequels, die kommen werden. Ja. Wir werden euch verwirren. Ha, ha, ha. Ich übersetze eben noch mal ein bisschen. Ne? Ja. Wunderbar. Nachdem sie sich selbst verwirrt haben. Ja. Dann heißt es jahrelang, nein, es ist, hat keine Relevanz, ne? Und dann, hier sind die Zeitlinien. Ja, und wir haben eine Zeitlinie, die stecken wir einfach alle vor Link to the Past, mehr oder weniger. Ja, das ist dann auch dieser Quatsch von wegen, okay, das ist die eine Zeitlinie, wo er mal nicht gewonnen hat und auf einmal spielen 17 Spiele da drin. Ja. Das ist doch purer Quatsch, ey, da denkt doch niemand drüber nach. Genau, aber es ist auch die einzige Zeitlinie, wo es eine Rolle spielt, ob Link stirbt oder nicht. Ja. In den anderen ist es keine Option. Eben, genau. Ne, das hat keinerlei Relevanz gehabt, weil das so viel passieren kann in allen Games. Das hier verstehe ich ja noch, weil das finde ich ist auch eine coole Idee, ne? Ja. Dass du einmal die Welt hast, in der Link als Kind wieder zurück ist und die andere, weil du ja in zwei verschiedenen Welten unterwegs bist, aber das dritte hätte nicht sein müssen. Nee. Oh nein, ich habe meine Jugend verschwendet. Lustigerweise war es bei uns allen so, nur ich habe Zelda gespielt, statt 7 Jahre dazu warten. Am Ende gibt es sich nicht mehr so viel. Ja, er kann immerhin schwer tragen. Ja, stimmt. Am Ende auch. Was ist denn hier passiert? Achso, ich habe Zelda gespielt die ganze Zeit. Ach, na gut. Spiel ich nochmal durch. So ging es mir in Breath of the Wild. Mhm. Runnst du das eigentlich noch? Nee. Wobei, das macht gerade wirklich böse Entdeckungen. Mhm. Ja? Ja. Also was da momentan an Glitches gefunden wird, puhuhuhu, das gut, ist aber es hat sich ja auch angeboten, ich meine, das ist ja potenziell was, wenn da noch viel passiert, du kannst ja immer wieder zurückkehren, wenn du mal Bock bekommst. Ne? Und dadurch, dass da so viel Fokus auf der Physik-Engine drauf ist und den Spielereien, wo du eh auch schon im normalen Spielablauf so viel anstellen kannst, bei dem Ding werden bestimmt noch in 40 Jahren dann Tricks gefunden und neue Sachen. Es werden ja immer noch neue in Ocarina of Time gefunden. Ja, ja. Eben. Naja, aber man kann jetzt zum Beispiel aus dem Shrine of Resurrection, also ganz am Anfang, kann man schon rausklippen. Echt? Ja. Ja? Okay, das ist ja schon mal was. Es ist total durch.
Ja, der Anfangspart war ja immer sehr ähnlich. Ne? Man muss ja irgendwie erstmal dann die ersten kleinen Mini-Dungeons machen, ja, oder die Mini-Schreine, um dann von der die Plane zu bekommen, um runterzugehen. Das war ja immer sehr ähnlich bei allen. Ja. Da wird sich wahrscheinlich da auch noch einiges ändern. Ja, ist gut möglich. Warum passt mir meine Kleidung so gut? Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, ist die mitgewachsen? Das ist aus dem gleichen Material wie die Hose vom Hulk. Die ja auch dann, wenn er zum Hulk oder wird. Oder von den Saiyajin, die werden ja auch mitgedehnt, ja, ja, natürlich, natürlich. Wenn sie sich bewegen, ja. Deswegen ist Link ja auch blond. Mhm. Ah, ist schon die ganze Zeit Super Saiyajin. Ja, ja. Mhm. Ist schon Default. Chic. Wie ich vergessen hatte, was der Twist hinter Chic war, als ich es vor Jahren wieder gespielt habe. Dann, ach ja, stimmt. War ein bisschen blöd von mir, dass ich nicht gleich dran gedacht habe. Bisschen blöd. Oh, wenn ich mir dieses stattliche Schwert da angucke. Mhm. Da muss nicht. Musst du lang für gearbeitet haben, mein Freund. Ja, 15 Minuten ungefähr. Ich schätze mal, sowas wie Any Percent hier wird wahrscheinlich relativ wenig gerannt, weil das war ja das, was du in 4 Minuten mit so Warp-Glitches dann hinbekommst, ne? Knapp unter 17, nee. Sind sie mittlerweile unter 17? Weiß ich gar nicht. Sind sie unter 17, oder auf jeden Fall war es das, was ganz wenig war, ne? Ja. Wo es dann ab in den Deku-Tempel und da durch 15 Ladezonen und schon bist du im Endkampf, ne? Ja. Das ist so, das als Showcase finde ich es interessant, ein oder zweimal sehen, aber es ist keine Kategorie, auf der man aufbauen kann. Ja. Hier muss ich jetzt resetten, weil die Tür ist ja immer noch zu. Aha. Ah, klar, stimmt. Und du lädst ja vorne, genau. Das ist ja dein Startpunkt hier in der World of Ruin. World of Ruin ist aber Final Fantasy. Ich weiß. Wollte nur warten. Ich wollte nur noch mal stechen. Ich wollte nur gucken, wann ihr drauf kommt. Ich wäre nicht drauf gekommen, muss ich dazu sagen. Das einzige Final Fantasy, was ich durchgespielt habe, ist 15. 15 war auch geil. 15 hat auch Spaß gemacht. Ich fand's gut. Wobei gerade, technische Sachen und so weiter bei einem Final Fantasy ist natürlich ein bisschen was anderes, was nicht immer so skillbasiert ist, was du an Eingaben machen musst. Aber so ein Final Fantasy VI Run hat auch viel hier im Hintergrund, was da abläuft und in den Zahlenspielereien. Das finde ich auch immer sehr interessant, wie du da RNG-Manipulation machen kannst, auf welchem Feld dann die Gegner kommen und welche Items du rausbekommst. Ja, mit diesem Step-Counter, ne? Ja. Ja, allgemein so diese älteren Sachen, da kannst du echt viel im Hintergrund einfach mit dem Controller quasi reinprogrammieren live. Ja. Aber das ist auch nochmal eine andere Hausnummer als ein Action-Adventure eben hier. Flasche! Geschafft. Hey, listen! Ich muss zugeben, ich wäre nicht sicher gewesen, ob ich den Run auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher geschafft hätte. Ja? Ja. Das Problem haben wir nicht mehr. Nee. Großen Dank nochmal an Marcel, der uns den gestellt hat. Shoutouts. Vielen lieben Dank, Marcel. Ja, die Option bieten wir den Runnern gerne jetzt hier natürlich an, wenn es sowas ist wie, wenn du analog und wirklich sehr genaue Frame-Timings brauchst. Wir hatten aber auch häufiger mal Leute hier, die sind natürlich dann auf Flatscreens groß geworden oder arbeiten damit. Die meinen dann, der Röhrenfernseher bringt mein Timing durcheinander. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt einige Runner, die bringen ihren eigenen Fernseher mit auf die Events. Ja? Ja. Mhm. Ja gut, jeder hat sein Rezept, ne? Ja, wobei es schon merkwürdig ist, wenn dann jemand wie Binny auf Dreamhack rumrennt mit seinem kleinen Fernseher. Und dann den Run trotzdem versemmelt. Das ist gut möglich. Ja, aber bei sowas, das kann ich dann auch verstehen, aber was passiert, wenn dieser Fernseher mal kaputt geht? Ne? Da geht die Karriere. Ja, wahrscheinlich hat er mehrere davon auf Lager oder so. Direkt mehrere gekauft, den ganzen Keller voll. Ja. Ich meine, Röhrenfernseher kriegst du sowieso mittlerweile hinterhergeschmissen. Ja, ey, das die Sachen, die die Leute dann auch haben wollen. Ich wette, in ein paar Jahren wird das bestimmt, also jetzt nicht signifikant teurer als das, wie du es jetzt bekommst für ein paar Euro, weil die meisten das immer noch loswerden wollen, die das haben. Aber wenn du so in diesem hier Enthusiastenbereich gehst, die Leute sagen ja, du sollst gleich ein PVM haben und so Fernsehmonitore, die von Sony für die Fernsehproduktion gemacht wurden, dann kannst du die auch ein bisschen dumm und dämlich zahlen. Mhm.
Waren das nicht mit die einzigen Röhrenfernseher, die 480p unterstützen? Das kann gut sein, ja. Also die haben dann eben die vielen Varianten und Optionen. Besser als jetzt diese, die allerletzten Röhrenfernseher, die rausgekommen sind, die schon 720p unterstützt hatten, aber dann auch eher fast wie Flatscreens funktioniert haben, die dann auch trotzdem Delay drin haben und Post-Processing und alles. Da kannst du es auch sparen. Ja. Ich glaube, Löwe hatte auch noch ein paar sehr gute Röhrenfernseher. Löwe hatte immer eigentlich ganz gute, ja. Mein Onkel hatte viel Löwe-Fernseher bei sich. Ja, mal kurz vor der, sag ich mal, Plasma-Welle habe ich noch mal richtig gute Röhrenmonitore rausgehauen, Röhrenfernseher rausgehauen, die mittlerweile gar nicht mehr so teuer sind. Es, die Leute hier sehen es natürlich nicht, weil wir direkt auf dem Fernseher drauf spielen. Klar, natürlich ist Ocarina of Time gealtert von dem Visuellen her und alles, aber gerade solche Spiele als auch 2D-Sachen, ein Röhrenfernseher bringt da enorm schon was. Ja. Ne? Für das, sieht für das auch Gefühl. Wunderbar aus. Sieht auch immer noch richtig gut aus. Genau, hier auf einem, ist auch kein riesiger Sony Trinitron, auf dem wir drauf spielen, aber das ist dann eben nicht nur Grafikmatsch. Mhm. Ne? Erstmal Fisch. Ja, ja, it's fish time. Sorry, haben wir dich bei irgendwas gestört? Nee, nee. Oh. Das war schnell. So, B-Button zum Fisch gemacht. B-Button zum Fisch gemacht. Auch ein Satz, der häufiger gefallen ist bei Speedruns. Ja, bin ich mir sicher. Stell mir vor, wie ich gerade bei einem Fighting-Game-Turnier bin. Warte, ich muss meine Buttons belegen. Ich muss den B auf Fisch belegen. Und so auf Fliegen klatsche. Man achte auf den Bomb-True-Count, also Krabbelminen. Mhm. 9. Fisch los. 20. What happened? Ups. Hatte der Fisch alle gebunkert? Der lag über den 11. Ah. Ne? Käfer 29. Jetzt werde ich 3 los. Lass Käfer frei. 31. Ja, natürlich. Ist doch ganz logisch. Simple Mathematik. Ganz simpel. Ach, ich mag das Spiel. Mathemagie. So, jetzt will ich aber erstmal in den Schattentempel. Das ist der Eingang, ja? Und mache ich einen kleinen Superslide mit Infinite Sword Glitch. Der hält mich hier in der Luft. Nice. Und jetzt kann ich hier schön am Rand entlang laufen. Also Schattentempel. Jo. Ist auch meine Route. Ich mache den auch immer als allererstes. Vor allen anderen. Ich muss hier aufpassen, sobald ich da nach unten rutsch, bleibe ich hängen und dann muss ich wieder runterspringen. Ja, aber da ist ja eigentlich die Tür. Muss ich ja eigentlich alle Fackeln aufmachen, aber ich springe über den Loading-Trigger. Achso, ja, wenn es da von oben offen ist, würde ich auch machen. Absolut. Nice. Schattentempel. Schuhe brauchst du nicht, ne? Die hole ich jetzt. Die brauche ich schon. Das stimmt, du brauchst sie nicht direkt am Anfang, ne? Also nicht die erste Stelle ist kurz danach. Ja. Also so viel braucht man für den Tempel eigentlich gar nicht, außer den Longshot, Auge der Wahrheit, Zeldas Wiegenlied, Bomben, Krabbelminen normalerweise. Dafür habe ich die Hälfte nicht. Ja, für einen Dungeon, der eigentlich eher gedacht ist, dass man den einigermaßen spät im Spiel macht. Ja. Boah, ich hasse den. Mega scary. Das war früh. Schade. Na scary. Oh, und? Zack, zack. So. So gehört sich das schon meinem Freund. Weg mit dir. Die Hoverboots. Background, alles Totenköpfe sehe ich ja jetzt erst. Ja. Das macht der hochauflösende Röhrenfernseher. Ja. Hast du nie drauf geachtet früher, aber ich auch nicht. Das ist ja wirklich so ein Haufen Totenköpfe aufeinander gestapelt ist die Wand. Ich muss zugeben, es ist mir bis jetzt auch nicht aufgefallen. Schaut doch mal. I never realized before.
Okay, sehr schön. Sehr schön. Ach, verdammt, okay. Passiert. Aha. Ich habe nicht gesehen, dass ich wohl schon einen zweiten Hover gemacht habe. Jetzt muss ich erstmal wieder Herzen auffüllen. Mhm. Fisch raus, Herzen rein. So ungefähr. Ah, ja. Whatever. Ich manipuliere die Werte so, dass ich halbe Milch trinke. Ah, also von den Werten her. Du weißt genauso, so viele Presses in die Richtung, dann kriege ich Milch. Ist eigentlich nur Fisch gefolgt von leerer Flasche. Okay, nochmal. Was hältst du denn da gerade? Eine Krabbelmine. Ah. Ein Arving. Okay. Wehe. Das gibt's doch nicht. Ich bin wieder vorbeigelaufen. Oh, 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 oh. Oder auch okay. Nicht. Okay. Ah, Frame spät. Der ist gut. Nein! Ach, okay, und nochmal. Oh. So viele einzelne Frames, die getroffen werden müssen. Ist stellenweise ein bisschen schwierig. Ja. Okay, passiert. Nochmal. Milch. Ja. Aber da war vorher ein Fisch drin. Die Milch schmeckt doch bestimmt nicht mehr. Tja. Delikatesse in Hyrule, Fischmilch. Oder Milchfisch, ne? Kriegst du so ein Glas Milch, wo so ein eingelegter Fisch drin ist. Oh, lecker. Mhm. Na komm. Komisch, eigentlich dachte ich, dass Majora's Mask so laufen wird. So. Das gibt's nicht. Okay. Warum ist es auf einmal so knapp? Ah. Ich muss gucken, wo die Wand ist. Weil auf der anderen Seite ist Abgrund. Siehst du sie etwa nicht? Ach, was mache ich denn? Okay. Noch ein Frame? Na komm. Komm. Okay. Das war eine schwere Geburt, du. Das ist sehr lustig bei dem Buffern, was du gemacht hast, dass das weiße Viereck aus dem Menü auf die Spielewelt draufgelegt wurde. Hm. Bom, bom. Aber der Trick war ein riesen Fund, als er gefunden wurde. Mhm. Also man geht zuerst in den Vorraum und dann macht man, während die Texturen nicht geladen sind, noch den Skip, also den Clip durch die Wand. Mhm. Durch die Boss-Tür sozusagen. Hm. Und das alles, weil das ja noch nicht geladen ist, kannst du nicht sehen, wo du genau hingehst. Aber der Trommler. Ein Endgegner so schön, dass man ihn bei Wind Waker einfach nochmal kopiert hat. Hm. Ah. Bist du einfach reingelaufen in mein Schwert, da kann ich nicht. Ich poke dich und poke.
kannst nichts dafür, dass du hier reingelaufen bist. Dungeon Number One. Nice, yep. Der lief nicht so, wie er hofft, aber die anderen werden besser. Hoffe ich. Ich fand, das sah cool aus. Ja. Auch das Failen war okay. Damit man mal sieht, wie schwer sowas genau, wirklich ist. Du musst den Leuten auch zeigen, dass du menschlich bist. Ich ja. Mensch? Was? Ja. Hey, beleidige ihn doch nicht. Also, die Leute sollen es denken, damit du nahbarer bist. Ah. Du darfst, privat darfst du die Maschine sein, die du natürlich immer schon warst. Heute. Der Swap? Ja. Aber ich muss ja die Medaillons holen. Mhm. Herr Bum? Bup. Da ich hier die Medaillons holen muss, schmeißt du erstmal einen Fisch raus, ganz logisch. Schmeiß einen Fisch raus, genau. Jetzt fliege ich ein bisschen. Jetzt sterbe ich ein bisschen. Jetzt drehst du dich ein bisschen. Und jetzt hast du auf einmal die Medaille. Das ist okay, mal gucken. Ohne die Cutscenes und den ganzen anderen Schnösel. Ja, also ich zeig's auch gerne mal. Da. Da. Krass. Nice. Also, du meinst ja auch, wir werden nicht mehr so viele Cutscenes sehen. Ja. Das ist die Methode, wie du sie tatsächlich dann konsequent skippen kannst bei allen Dungeons. Ja. Also, die ist halt in jedem Dungeon noch anders. Ja, natürlich. Also, wenn das Spiel es nicht selber anbietet, Cutscenes zu skippen, muss man halt... Mach mal selbst. Muss man sowas machen. Finde ich gut. Die einzige, bei der sich nicht lohnt, ist Jabu. Lord Jabu Jabu. Erstmal den Geist wegkriegen, den Po wegkriegen. Ah, Schaden bekommen. Hm, nice. Equip ist ganz okay so. Ich brauche eine Fee. Hallo. Nur zur Sicherheit. Hm. Ich glaube, kein Wort. Wenn ich dich schon mal hier habe, Fee, kannst du mir bestimmt auch helfen, dieses Spiel komplett zu verarschen. Der Todesberg. Ich werde, du gehst jetzt einmal nach links und bist bei Dodongo. Sieh das schon vor mir. Nee, Dodongo dauert noch ein bisschen. Ja? Ja. Rückwärts. Das ist dieses wunderbare Geräusch wieder. Es gilt die Lautzeit. Ah ja, natürlich. Krabbelminen. Natürlich. Natürlich. Ach, das waren alles schöne Dungeons im Spiel. Es hat Spaß gemacht. Das stimmt. So, komm mal her. Vielen Dank. Erstmal muss ich die Augen anmachen. Mhm. Easy peasy. Ah, okay, ja. Dass du auch so genau ziehen kannst mit diesen verdammten Krabbelminen, ey. Aber es ist wahrscheinlich eine Stelle, wo man dann weiß, okay, ja. Von da aus hat man einen guten Winkel. Ach, ist viel zu früh. Okay. Ich
Fairy natürlich, die einen da oben wieder revived. War das ein umgedrehter Bungee-Sprung, den du gerade gemacht hast? So ungefähr. Das Spiel ignoriert die Physik ein bisschen. Und dadurch, dass ich im selben Frame gestorben bin, wie ich die Leiter getroffen habe, habe ich eine enorm hohe Gravitation nach oben gehabt. Dann bin ich gestorben, also wird die nicht wirklich direkt zurückgesetzt, sondern flieg hoch. Technology. Hier ist die Stimme von Link aber cooler als bei Majora's Mask. Na, das ist ja die Erwachsenenstimme. Ja. Das haben sie ja, ich glaube, die gleichen Samples benutzt. Ja. Aber mir gefiel die Erwachsenenstimme auch besser. Die kindliche war dann immer nah am Nervfaktor irgendwann mal. Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Kindstimme wahrscheinlich nur die Erwachsene angespeedet ist, irgendwie sowas. So also hat Nintendo doch schon immer gearbeitet. Ja, das stimmt. So haben sie auch bei der Gerundenstimme gemacht. Ja, genau. Ja, ja. Da war was. Zwei, ich habe ja keine Lieder, um irgendwie da reinzukommen. Ich benutze einfach Kabelminen. Kabelminen für alles benutzen. Okay. Ja, ja, ich akzeptiere auch das. Den einzigen Song im Spiel holen, also den ich im Run holen werde. Den Bolero des Feuers. Ja. Der ist schön zentral. 10 Sekunden. Pass doch auf. Du bist gestorben, du Noob. Ja. Aber du spawnst wahrscheinlich gleich an einer anderen Stelle, oder? Nee, aber ich hab das Lied. Ab. Ah, ich liebe diese Verwirrung. Ich wollte mich doch nicht mehr verwirren lassen. Ich wollte doch alles akzeptieren. Aber nein. Schon sind wir oben. Ja. Wie bist du denn hier hochgekommen, ohne da zu kraxeln? Und wofür machen wir das? Damit wir wieder runterspringen. Natürlich. Hier taumelt man zum Glück nicht, wenn man irgendwie kaum noch Leben hat. So. Und Reset. Resetti. Ich muss gewisse Values zurücksetzen. Mhm. Sonst passieren, funktionieren Tricks nicht mehr, die ich in der Zukunft machen will. Ein bisschen Schaden. Und ich brauche einen Fisch. Diesmal nur, um einen Cutscene-Value, also Cutscene-Wert zu ändern. Ich habe keine Lust, den Block da zu schieben, also spiele ich die Ocarina auf dem Schalter. Und damit deaktiviere ich den Timer. Okay. Du weißt, so wird es ja immer gesagt, ne? Statt einem Block benutzt eine Ocarina. Ja. Spart Zeit und kostet wenig Geld. Poppenbennen. Oh. Okay. Ich hatte gehofft, ich fall runter. Ist auch ein bisschen unfair, ne? Wobei, wenn man die Größen vergleicht. Du kannst ja in seinen Mund reinspringen und von innen stechen. Stech, stech. In den Darm, in den Pankreas.
Hallo, ich bin Dodongo. Du kannst es wahrscheinlich lesen, weil Japanisch unten steht. Ah, so ein bisschen kann ich. Aber nur minimal. Aber nicht so gut wie Gregor wahrscheinlich. Ja, ich kann es richtig gut. Ja. Neben dem Schwert steht da, ich bin ein blauer Knopf. Ah, ja, genau. Und oben bei den C-Knöpfen und ich bin gelb. Deswegen ist der Fisch da. Mhm. Wait, what? Oh, er hat mich geschlagen, also rutsche ich jetzt in die Lava und sterbe. Verbrenne. Ich will nicht mehr spielen. Lieber sterbe ich. In der Lava, in meinem eigenen Dungeon. Ja. Warum ist überhaupt Lava im... Wenn er... Verstehe ja, ich nicht. Ja, nun. Wenn er Lava nicht ab kann, ja, dann hätte er sich eine andere Location aussuchen sollen. Mr. Lava, Lava. Das ist er. Hätte er sich auch denken können, mein Freund. Die Medaille sammelst du aber ein, oder? Ja, ja. Ich sammle schon wirklich alle ein. Ach so. Das sah vorhin aber anders aus. Ah, verdammt. Ein paar Frames zu viel geskippt. Nochmal. Wir haben ja genug Fische in unseren, ja, unserer Glusflasche. Ich glaube, den Fisch stört das auch nicht. Der braucht mal frische Luft ab und zu. Nice. Was auch immer das war. Spiel wieder die Ocarina. Ja. Und stirbst wieder. Und jetzt sterb. Stirbst schon wieder. Und wieder hin noch, guckt der Dodongo hier. Hä? Was? Was ging da ab? Selbst ich kapiere das nicht, wenn ich bin tot. Gerudos. Und jetzt hast du die Medaille. Jetzt habe ich den Goron Rubin. Also Goron Ruby. Okay. Noch nicht. Und erstmal wieder hier raus. Einfach bei den Goron. Hä? Bei den Gerudos. Ja. Goron, Gerudos, verwechseln wir auch immer. Versuchst du jetzt durchs Tor zu klippen unten? Von hier oben, oder? So in etwa. Du schwebst drüber, ne? Richtig. Also mehr oder weniger. Ja, sonst wäre es immer ein Aufwand, unten durchs Tor irgendwie zu klippen, damit man dahinter kommt. Ja. Oder man benutzt einfach die Hoverboots und klippt so durch. Ja, das geht auch. Oh. Ah, ich dachte schon, ne? Ist nicht noch eine Ladezone oder so? Hm? Du musst ja in diesem ganzen, in den Sandsturm erstmal kommen. Ja. Super Slide hilft mir, dass ich da nicht versink. Mhm. Man kann allerdings auch rüber ohne Bomben oder langen Fanghaken oder Hoverboots oder wie auch immer. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Ja. Genug ist es. Ein bisschen links. Da. Jetzt laufen wir ein bisschen rückwärts. Orientierst du dich hier meist mehr an der Map da unten oder du checkst ja auch so visuell mal, aber hilft dir die Map überhaupt? Nee, die benutzt man, wenn man einen Super Slide hier durchmacht. Es gibt einige kranke Leute, die das machen. Mhm. Aber nee. Das hier auswendig zu lernen war, als ich es damals gelernt habe, richtig spaßig. Okay.
Ich habe leider vorhin zu viele Krabbelminen benutzt. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber gut, ist nicht weiter schlimm. Mhm. Muss nun wieder ein paar Fische rausschmeißen, ist wieder voll, oder? Ich habe keinen. Ich habe den Flascheninhalt nicht mehr, also keinen Geist mehr. Okay. Aber auf zum nächsten Tempel. Ich hatte in der Wüstenarea so coole Musik in Erinnerung. Wo ist die hin? Tagsüber. Tagsüber. Mhm. Nachts schlafen die Musiker, das weißt du doch. Oh. Komm her. Jetzt habe ich kurz Navi benutzt, um den Infinite Sword Glitch zu aktivieren. Und da ich kein Zeldas Liegenlied habe, Wiegenlied. Das Wiegenlied. Mhm. Muss ich den Part überspringen. Okay, wo? Da, okay. Wehe dir. Da. Ah. Und da ist weg. Oh. Ich hasse dich. Aber ich gehe nur rein, falls ich den nächsten Trick fail, dass ich sterben kann und wieder hier spawnen kann. Oh, nice. Spiegelschild. Nice. Was fällt denn da von der Decke? Ach, das nehme ich mit. Ah, noch nicht mal eine Stunde. Das ist eigentlich ganz gut in der Zeit. Ja. Oh, ich sehe den doch nicht mal. Fängst den Bosskampf einfach von hinten an, ey. Muss ich nur noch den Tempel fertig machen. Das war hier immer so ein Gegner, da musst du eigentlich das Z-Targeting gut benutzen. Der hat sich fast wirklich wie ein Dark Souls-Gegner angefühlt früher. Und durch die Ausweichen. Dann auch unfassbar viel Schaden gemacht. Mhm. Hehehe. Das Sonnengesicht. Mhm. Schlüssel holen. Ah, zwei. Zwei ist gut. Nein. Alter. Was geht denn hier? Okay. Alter. Willst du wieder Overwatch jetzt die Schuld geben? Ja, ich gebe Overwatch die Schuld. Also, kannst ihn auch anvisieren, ne? Dann würde ich ja treffen. Ja. Das geht ja nicht. Gregor, wo denkst du denn hin? Ich möchte mich ein paar wichtige Tipps geben nur. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Echt? Auch wenn sich Leute wundern. Ja. Das sah merkwürdig aus. Okay. Einer meiner Lieblingsparts im Tempel. Muss ja irgendwie zur Bosstür. Also kletter ich einfach die Statue hoch.
Hey, du brauchst einen Schlüssel. Du brauchst einen Schlüssel. Ja. Benutze den Schlüssel endlich. Ah, cool. Danke. Wird auch erst neulich gefunden. Mhm. Ja. Wie ist denn die Kome und Kotake? Oder ja. Irgendwie sowas? Ja. Da ist er ja, der Jungspund. Hat sie einfach durchgeglitscht durch die Tür. Na, dem zeigen wir gleich mal, wo der Ziegenbock den Honig hat. Schwesterherz, komm, flieg mal los. Und da kommen noch hier dieses Ding hier. Und da tischt uns auch noch mal ein bisschen Japanisch aus. Japanisch ist so gut, Gregor. Ist richtig gut, ne? Und dann geht's hier richtig ab. Also. Tja. Ha, was geht hier? Nani. Ach so. Ha. Oh mein Gott. Nee. Naja. Schüttel dich und rüttel dich. Verdammt. Ich kann mich nicht bücken. Ich hätte nicht das steife Mieder anziehen sollen. Nein, es war die ganze Zeit die mit der Sklavenkrone. Tja, auf einmal ist es doch gut. Nee, Moment. Aber mit der Schminke übertreibt es ein bisschen wie immer. Ja, und das nach so langer Zeit, selbst in so einer Rüstung. Mhm. Schwitzt nicht mal. Nee. Das ist auch so permanent Make-up. Ist ja auch einige. Edding. Tattoos. Oh, das stelle ich mir schmerzhaft vor. Na, Tattoo übers Augenlid. Naja, ich kannte meine Frau, die hatte permanent hier Augenbrauen sich gemacht. Was? Ja, also das machen viele. Ja. Dann müssen die nicht mehr nachgezogen werden. Diese wundervolle Melodie der vollen Herzen. Mhm. Da ist er ja. Hat er nicht auf uns gehört? Da bist du ja. Hast du nicht auf uns gehört? Habe ich gerade gesagt. Aber ich sag's gern nochmal. Hihihihihihihi. Genau das, was meine Schwester gesagt hat. Nur nochmal wiederholt, damit du es nochmal kapierst. Hihihihi. Sehr gut. Sehr zufallsbasierter Kampf. Mhm. Ich könnte auch sterben. Du lügst doch schon wieder. Nein. Ja? Also es passiert äußerst selten, dass ich hier sterbe. Aber es kann passieren, ne? Es kann passieren. Ja nun, du hast auch nur ein Herz. Ja gut, bei vier Herzen macht das ehrlich gesagt keinen Unterschied. Okay. Okay. Kein Glück. Da ist er, super. Damit halte ich sie so ein bisschen am Platz. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich die Position für den meisten Überblick hier an der Seite immer noch. Ja. Nummer zwei. Oh. Da. Ah, gut. Sie brauchen vier Treffer. Das Lustige ist, ich muss jetzt den Fanghaken ziehen. Und eigentlich würde ich den dann nochmal benutzen, damit sie sich drehen. Mhm. Wenn die nämlich eine Attacke starten, hat die Attacke Priorität über die Transformation. Hm. Und die Attacken werden ja immer schneller. Ich hatte schon mal das Pech, dass ich 7 Attacken reflektieren musste, bevor sie überhaupt zur Transformation kam. Oh. Weil die einfach nicht wollt. Das ist wirklich Pech. Die sind fusioniert. Fusion. Müssen sie doch doppelt so alt sein, nicht halb so alt. Hm. Naja. Pick, 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 pick. Step, step, step.
One Cycle. Yep. Wunderbar. Oh nein. Dabei hatte ich es doch gerade fast schon fix und jetzt bin ich nur noch Dampf. Also trotzdem ist es so lustig, der Dialog. Hä? Warum schwimmst du denn nach oben? Bist du tot oder was? Ja, du auch. Ich glaube, auch ein bisschen hart jetzt hier, ne? Dass deren Leichen dann nach oben fliegen. Naja, der Dialog macht das so ein bisschen... Ja, macht es ein bisschen lustiger, ne? Dass du die gerade umgebracht hast. Ja. Sie waren eh alt. Ja. Wären eh bald umgekippt. Selbst wenn Danke, sie was dass anderes du uns getötet sagen. Hast. Und sich dann aufregen, dass das Zwillinge sind, obwohl die eine 380 Jahre und die andere 400 Jahre alt ist. Ja, bei den Altern ist es fast Zwillinge. Ja, das bisschen. Die hat die Mama ein bisschen länger in den Wehen gehalten. Ein bisschen. 20 Jahre. Du kommst noch mit raus. Ja, Moment, das muss noch köcheln. Das ist noch nicht ganz fertig. Haben wir an dem anderen Ding da gesehen. Das hätte doch mal ruhig ein, zwei Jahrzehnte vertragen können. Das ist die einzige Cutscene, die ich mir anschaue. Ah ja, hast du ja gesagt, ne? Hier machst du nicht so einen Unterschied. Achso, bei Jabu machst du keinen Unterschied, haben. Also ich hätte sie skippen können, aber das wäre es nicht wert gewesen. Und ich brauche den Herzcontainer. Mhm. Für den nächsten Tempel. Ich schätze mal, es ist dann eine der kürzeren jetzt hier, ne? Der nächste Tempel? Nee, ich meine hier die Cutscene, die schon dann durchlaufen lässt von den ganzen weisen Cutscenes. Ich bin eine Weise, wer hätte das gedacht? Wie alle Leute, die du in den Dungeons triffst. Obwohl sie einfach nichts gemacht hat. Mhm. Dadurch ist sie die weiseste von uns allen. Ich möchte auch so weise sein, dass ich nichts mehr machen muss. Mhm. Die ist so weise, die musste schon von Anfang an nichts machen. Mhm. Aus seiner Rüstung gesteckt werden. Ja. Mhm. Aber da habe ich Zivis für. Kann ich mich in der Rüstung stecken lassen. Braunes Medaillon. Goldenes. Sand. Bronzenes. Könnte auch Kupfer sein. Kupfernes. Dann wäre es... Dann war es den Aufwand nicht wert. Nee. Der sagt jetzt, ich habe alle Dungeons gemacht. Nicht wirklich. Aber nicht. Nee, aber es wäre eigentlich die. Ja. Okay. Auf zum Feiertempel. Der Tempel, der mir gerne mal Probleme macht. Der ist ja auch sehr groß, der Feuertempel. Es ist einfach sehr viel Platz, sehr viel Örtlichkeiten, die du durchgehen musst. Wir hatten doch schon einen Boss, der in die Lava gefallen ist. Ja. Ich brauche diese Flasche und einen Fisch. Statt die Cutscene und unterbreche sie nicht. Mhm. Ich tue einfach mal so, als wär's gewollt. Unterbrechen. In die Tür rein. Sprech nicht mit Damani. Nee, Darunia. Damani war das andere Spiel. Ach, beides dasselbe. Sollte ich nicht sagen. Wichtig ist nur, ich darf ihn nicht anschauen. Sonst startet die Cutscene. Außer ich mach das da. Hm. Jetzt habe ich die Cutscene gestartet und mit einer anderen Cutscene überschrieben. Sprich, ich kann laufen. Ich bin frei. Jetzt spricht er ein bisschen. Bist du Rob TV? Der Rob TV? Famous.
Du hast mir meine Lieblingssendung beschert. Guck immer auf Tide. Tja, die Fee war wichtiger. Okay. Eins, zwei. Den Tempel ohne Goronenrüstung zu machen ist ein Spaß. Wegen der Hitze? Ja. Also ist es alles Sequence-Sprayed, ja? Mehr oder weniger. Oder gehört sich das so? Also denn es gibt der einzige Weg, den Timer zu umgehen, ist es, sich selbst auf ein 16. Herz runter zu damagen. Mhm. Dann hat man die Zeit so weit runter, dass er es gar nicht über Null rauskommt und dann startet der Timer es gar nicht. Mhm. Ah, okay. Aber ansonsten Goronenrüstung. Aber du willst es ja auch noch mal ein bisschen gefährlicher haben, ne? Ja, natürlich. Das gehört dazu. Wir leben an der Kante der Gesellschaft. So, hier hoch, hier rüber. Möglichkeit keinen Schaden kriegen. So sieht nicht kein Schaden aus. Gut, ich brauche wieder den Fisch. Denn von da an macht es keinen Unterschied. Wie oft der wohl schon getrunken wurde. Fischmilch. Fischmilch? Milchfisch. Milchfisch? Milchfisch. Das hängt davon ab, was du dann, ne? Legst du den Fisch ein, damit die Milch den Geschmack einnimmt? Oder packst du den Fisch rein, damit du dann den Fisch mit Milchgeschmack essen kannst? Das hängt davon ab, ne? Es sah aber eindeutig so aus, als hätte er getrunken, nicht gegessen. Also nehme ich an, das war Fischmilch. Ja, das ist Fischmilch. Was sich nicht besonders gesund anhört, ehrlich gesagt. Nee, nicht wirklich. Ich habe es auf der Karte bestellt, ich konnte es nicht lesen. Ich glaube, ich habe Fischmilch gegessen. Weil ich bin demnächst in Japan, das kann sein, also dass ich tatsächlich Fischmilch dann trinke, ohne es zu realisieren. Ah, okay, das spart auch ein bisschen Weg. Ja. Die Ocarina habe ich hier ausgewählt, damit ich sie immer benutzen kann, wenn ich gerade in der Luft bin. Mhm. Damit bringe ich es kurz so in Cutscene-Status und damit wird der Timer gestoppt, wie jetzt hier. Ah. So. Ich habe mir aber was gedacht, dass der Timer wieder resettet wird, weil man dann... Logisch ist es nicht, aber egal. Nee, nicht wirklich. Na okay, du solltest ja eigentlich auch nicht hier sein, ne? Du wärst richtig. Ja sonst, der Timer wäre resettet, weil dann wärst du irgendwie in der Feenhöhle oder irgendwie sonst was, wo es kurz kein Feuer gibt. Dafür war es nicht gedacht. Jetzt mal hier durch. Der normale Weg wäre zu leicht. Oder zu langweilig. Mhm. Oh oh. Okay. Ich hatte einen komischen Winkel da. Mhm. Ja, ich bin auch befreit. Ihr seid mir egal, ich will nur eure Schlüssel haben. Ja. Ist fies, ne? Die werden dann mit Schlüsseln da eingeschlossen, aber es ist nicht der Schlüssel für die Tür, die sie brauchen. Vollkommen fies, ey. Wie einen kleinen Kreislauf. Und dann kommt Link und ja. Ich nehme den Schlüssel. Du bist mir relativ egal. Ah ja, das Ocarina of Time Key Sanity. Oh, stimmt. Das wäre ja was, ne? Wo jeder kleine Schlüssel auch noch dann für eine bestimmte Tür ist. Richtig. Ja. Gleich sind wir durch. Ich brauche nur den Hammer. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich in dem Tempel bin. Hm. Ist ein guter Grund. Ach. Look.
Megaflip durch. Super nice. Da die Fake-Tür kaputt machen. Ein paar Bomben einsammeln. Welch schwerer Kampf. What? What schön, happened? Schön geschildert, bashed hier. Ich habe davor einen Sprunghieb gemacht. Und damit habe ich den Schaden vom Sprunghieb gespeichert in meinem Crouch Step. Okay. Was genug Schaden ist, um einfach nur einen Angriff zu brauchen. Bumpf. Kamera kommt auch nicht hinterher. Ja, warte, ich komm gleich. Nicht so schnell, mein Junge. So, gleich beim Hammer. Docker, 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 docker. Das hier war spaßig mit dem N64-Controller. Ja, ja. Und auf dem 3DS an. Bin ich tatsächlich abgerutscht. Was für eine Kacke, ey. Ne, ja, dieses Schiebepad ist wirklich übel. Ja. Hammer time! Ja. Wäre nicht Ocarina of Time. Fish time. Wenn ich nicht einfach zum Boss gehen könnte. Do that. Oh. Und. Da sind wir. Hm. Ist nur die Frage. Schaffst du in 33. Des Schuhwerks, glaube ich. In 33 Sekunden. Dafür habe ich die Fee. Ah, stimmt. Wie, die hast du noch? Ich dachte, die hast du schon. Das war eine andere Fee, ne? Das war eine andere Fee. Okay. Ich hoffe nur, ich habe hier kein Pech. Es kann nämlich passieren, dass ich trotzdem sterbe. Und dann wird's lustig. Für die Flugpattern vom Endgegner haben die sich bei Star Fox bedient. Ja, deswegen ist noch ein Arwing in Ocarina of Time drin. Ja. Wo dann nach ein paar Jahren, oder na, mittlerweile schon ein bisschen länger her, ist der entdeckt wurde, dann kann man mit Action Replay Code sich zuschalten, dann fliegt ein Arwing tatsächlich in dem Anfangsdorf herum mit entsprechend den Flugrouten. Nur hier hat man gleich einen richtigen Boss draus gemacht. Ich habe ein Problem. Zu wenig Energie? Jein. Ich werde nicht ums Fliegen drumherum kommen. Ah, wobei, das geht. Feen Time. Sie haben den kleinen Fehler gemacht, dass auf der Map zwei Volvagers sind. Mhm. Und zwar eine, die auftaucht und eine, die fliegt. Das sind zwei verschiedene Modelle. Ah, okay. Das heißt, die unten ist immer noch drin, wenn das Ding fliegt. Richtig, und deswegen kann ich die mit den Bomben. Kann ich mit den Bomben Schaden machen. Ich habe mich schon gewundert, warum du da immer Bomben hinlegst. Fuck. Ich bin ein böser Mensch, ich fluche. Okay, ich habe indeed ein Problem. Das packe ich nicht mehr, ergo ich speichere. Und resette. Okay. Jetzt muss ich mir den Boss-Key holen. Mhm. Und, wobei. Es könnte noch anderweitig gehen. Ja, das hätte schlimmer sein können, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt muss ich aber erstmal, wie gesagt, den Key holen. Da ist er. Okay.
einfach kurz unter den Boden ranhookshotten und holen. Wunderbar. Was hier wohl drin ist in dieser besonderen Kiste? Ein Bossschlüssel. Okay. Jetzt muss es irgendwie ohne die Fee schaffen oder muss du eine weitere holen? Die hole ich mir jetzt. Ohne Fee wäre wär lustig. Zu wenig Zeit, ne? Ja. Ach ja, der Feuertempel mal wieder. Jedes Mal. Und jetzt muss ich mir die Cutscene mit Damani trotzdem anschauen. Man meint, man wäre ihm entkommen. Nope. Darunia, oder? Darunia, stimmt. Ach, verdammt nochmal. Ich denke mal, Darunia wäre Majora's Mask. Man könnte meinen, ich habe die Spiele ein bisschen gespielt. Das ist alles erfundener Kack von Nintendo. Als ob man sich das merken muss. Er hat einen Schlüssel. Ja. Wahrscheinlich ist er das, der seine Kumpels eingesperrt hat. Und er schließt auch immer ab. Ja. Ne? Der Penner. Okay. So, ich speichere mal für den Fall. Wer weiß, was mir dieser Tempel noch beschert. Okay. Na den. Auf ein neues. Ich hab dich schon mal gesehen. Dich habe ich geschlagen, schlag dich nochmal. Hm? Oder hat einfach nur ein bisschen viel Chili gegessen, das kann auch sein. Hm. Hier hätte er die Milch gebraucht, ne? Damit er der Schärfe. Stimmt. Die Fischmilch. Das heißt, die Flammen wären grün, wenn es Wasabi gewesen wäre? Ja. Du. Na also. Das war der Plan vorhin, ne? Ja. Ist gar nicht mal so schwierig, ne? Kommt wohl auch aufs Pattern an, wo er rauskommt, ja, oder? Ja. Also das versucht man, ja. Es kann natürlich passieren, dass Volvagia gerade aus dem Loch kommt, wo man die Bomben reinlegen will. Dann hast du ganz viel Spaß. Ist denn immer, also wählst du das Loch bewusst aus, welches da ist, oder sagst du einfach das, was am nächsten bei mir dran ist? Nee, das wähle ich bewusst aus. Fisch. Plumps. Cutscene, das braucht man nicht. Nope. Und jetzt warten wir. Auf den Tod. Je nachdem, was zuerst da ist. Ja. Das sind die Herzen, würde ich sagen. Ja. Nein. Doch, doch, oder? Nee. es ist. Doch, 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 ich sag schon. Nee. Nope. Oh, verdammt. Aber genau. es war ein Rennen. Es war ein Wettrennen. Wo komme ich raus? Im Waldtempel? Verdammt. Was? Wirklich? Wirklich? Ich wollte gerade sagen, da waren wir noch nicht. What the hell? Nice, Gregor. Ich liege richtig. Nice. Einmal im Leben.
Es hat sich nach Waldtempel angefühlt, verdammt nochmal. Nicht schlecht. Gib's doch zu, du runnst das heimlich selber. Ja, ja. Keiner erfahren. Also ich gucke mir Speedruns an und ich halte den Gamepad und tue es, als ob ich selbst spiele. Ja, also ja. Eigentlich bin ich hier der Schauspieler. Ja, ja. Der Tempel ist zum Glück nicht sonderlich lang. Also wirklich nicht lang. Wie hast du denn da Damage gefressen? Ich habe die Bombe explodieren lassen, die nach jedem Frame wächst und tue meine Unverwundbarkeit auscanceln mit der Ocarina. Okay, ich habe die Bombe gar nicht gesehen, deswegen habe ich mich gefragt, wie du da Schaden bekommen hast. Fährst du jetzt in die Bosszone rein, oder? Ja. Was denn sonst? Natürlich. Nicht angucken, wahrscheinlich. Ja. Oder auch ich habe den Tempel eigentlich immer ganz gerne gemacht, sagen im Casual Run. Wusstet ihr, dass Phantom gerne eine Nahkampfattacke hat? Der hat doch keine Nahkampfattacke. Wann denn? Wann soll das denn passieren? Ich bin neulich in einem Run da gestorben. Mhm. Er hat einfach dann was rausgeholt, was du noch nie gesehen hast vorher. Ja. Das fand ich ein bisschen... Also nach der Phase mit dem Pferd. Ja. Ich wusste nicht, dass er eine Nahkampfattacke hat. Nee, hab ich auch noch nie gesehen. Ping-Pong. Erstmal muss ich die erste Phase machen. Sehr lustig gefunden, wenn ihr da einfach dann durchreitet und auf einmal kommt aus dem Gemälde bei Mario 64 raus. Ja, falsches Franchise. Here we go. Oh, pff, aufgespießt. Ja. I'm dead. It's me, Dead Mario. I'm gonna die. Der hier hat jetzt eine Nahkampfattacke. Ja, aber Frag mich nicht, wann er sie macht. Ich weiß es nicht. Ich habe die bis jetzt einmal gesehen. Also du brauchst auch keinen Ping-Pong hier spielen, sondern... Ja, mit dem... Mit dem Spiegelschild ist wahrscheinlich was anderes, oder? Nee, das liegt an dem Infinite Sword Glitch. Ah, ich war jetzt einfach die ganze Zeit aktiv. Ja, stimmt. Pointiert draufdrücken brauchst du dann nicht mehr. Richtig. Ich warte einfach nur. Mensch, das hätte ich nicht erwartet. Ich, Phantom Ganon, habe ein schönes Pferd, einen schönen Speer, aber jetzt werde ich reingesaugt in das ewige Nichts. Na gut. Und eigentlich ziemlich lame, wie man ihn auch platt macht, ne? Ja. Paar Mal mit einem Hookshot, paar Mal Schilden und wobei, ist gut. Ja, gut. Weil ich fand diese Ping-Pong-Nummer fand ich schon ganz lustig. Ja. Muss ja auch mal drauf kommen. Diesmal überspringe ich nur die Cutscene. Mhm. Also hier wird nicht rumteleportiert. Mhm. Oh. Okay. Get the fish. Was ist das schon? Der ist weg. Nee. Get the fish, dude. Aber meine Position ist jetzt anders. Wieder was, wofür mir Leute sagen werden, dass ich verrückt bin. Aber ich kenne die Position. Hat geklappt. Hoffentlich. Na komm. Noch ein Frame. Okay. Auf einer Drehscheibe gestorben. So. Weiter geht's, auf zum Wassertempel. Tü. Das also, du machst den Wassertempel dann ohne die blaue Tunika, oder wie? Ja. Natürlich. Klar, du hast den Feuertempel ohne die rote gemacht.
Mich wundert es vielmehr, dass du noch nicht gefragt hast, wie ich in Jabu komme, aber... Du hast bisher alle Kindstempel hier aufgespart, also du landest irgendwo in Jabu, weil du einmal rechts abbiegst im Waldtempel oder so, nochmal gehst zurück. Irgendwie sowas Blödes. Nicht ganz. Beinhaltet das einen Fisch? Nein. Nein? Dann habe ich keine Ahnung. Weiß ich es leider auch nicht. Ich kann nur fischverwandte Ratespiele machen. Ja. Hältst du den Typen auf? Nein. Es ist ein schöner Angelpunkt oder so, ja. Okay, ja, klar. Aber okay, das war der Standardweg sozusagen normalerweise, ne? Ich habe gar nicht dran gedacht, weil das offensichtlich ist. Nee, genau, das ist eigentlich das Warp-Tor zum Hyliasee und da machst du jetzt den Schwert raus rein. Fertig. Richtig. Ich habe nur immer noch kein Zeldas Wiegenlied. Und wir grübeln auch noch, wie er da reinkommt. Ja, erstmal muss der Wassertempel gemacht werden. Erstmal der Wassertempel. Ja, das ist alles in Ordnung. Sah okay aus. Ich glaub, den Tempel mochte ich überhaupt nicht als Kind. Oh, ich mochte den Wassertempel eigentlich ganz gerne. Der ist immer so verschrien eben, weil der... Ja, da muss man mal extra nachdenken. Ne? Mit, ja, okay, Wasserlevel. Der wird schon nachdenken. Bei einem Dungeon? Ja. Ich glaube, es geht auch im Speziellen, weil da eine... Okay, eine Fiesestelle ist... Das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher. Bist du nicht ganz sicher? Nee. Es gibt eine Stelle im Wassertempel, wo du quasi, um einen Schalter umzulegen, da musst du dich einmal konkret umdrehen und den dann hinter dir sehen. Mhm. Und die meisten Leute klettern da irgendwie rauf und sehen das dann nicht direkt und schon läufst du in einem Kreis gefühlt. Ich meine, man wäre auch anders zum Hyliasee gekommen. Naja, aber nimm das ruhig. Das ist schon ganz okay. Bei der 3DS-Fassung sind die farbcodiert teilweise, die Level im Wassertempel. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe, also dass du siehst, wie hoch ist das Wasser gerade durch unterschiedliche Farbmarkierungen nochmal extra. Krass. Aber es ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, weil daran habe ich mich nie orientiert. Bomben, wie immer. Eine hast du schon mal. Ja, das ist okay. Ich habe ja keine Eisenstiefel. Keine Eisenstiefel, keine blaue Tunika. Oh, okay, das wollte ich. Ach, verdammt. Schade. Ich dachte gerade schon, das hätte mich gewundert. Die Kanten sind da nicht ganz so gut zusammen. Okay. Die Kamera hier kommt auch nur hinterher, wenn man nah am Boden ist. Mhm. Ein bisschen doof. Pink, wo bist du? Ja, hier kannst du wenigstens wirklich auf die Karte gucken. Das geht, ja. Ich mach's trotzdem in erster Linie nach Gefühl. Okay. Da ist er. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, der Tempel dauert nicht so lang. Ah ne, warte, so wird das nicht. Hui. Nice. Also hätte ich so gemacht, dann würde ich den Tempel auch nicht hassen. Ja. Relativ peasy easy. Links, rechts einen fallen lassen. Richtig. Oh, das war ein bisschen früh. Ah, okay, geht trotzdem. So viel zum Wassertempel.
Das war der schönste Wassertempel, den ich je gesehen habe. Und so trocken. Das stimmt. Und Ruto wartet. Mensch, wo warst du denn? Ich habe dich noch nicht mal bei Lord Yabu Yabu getroffen. Jetzt bist du hier. Warum bin ich eigentlich hier? Ich kenne dich doch gar nicht. Das ist doch Quatsch, was hier passiert. Heiraten will sie trotzdem. Pura, ja, okay, wer will den nicht heiraten, ne? Heiratsfähiges Material. Okay. Mhm. Das klang ein bisschen nach Rage Mode. Der ist sauer. Das ist pure Wut. Der hatte sich gefreut, dass du den Dungeon lange machst. Ja, und dann überspringe ich ihn einfach. Er hat sich so viel Mühe für den Dungeon. Ja. Er hat den Dungeon gebaut wahrscheinlich. So lang dran gedreht und dann den Schalter reingepackt und. Nice. Und da ist sie weg, schön die Wurst. Schön gecornert. Aber auch die Cutscene wird hoffentlich übersprungen, das ist eine der längeren. Wann wäre das mit Schattenlink gewesen? Das war nicht hier direkt, ne? Oder krieg ich's durcheinander? Mit Schattenlink, da war da auch was mit Wasser. Vor dem Longshot. Vor dem Longshot wär's, ja, ne? Den ignorierst du einfach. Ja, auch der wartet. So. So, wird jetzt gewarpt? Es wird nur die Cutscene geskippt. So viele Warps kommen nicht mehr. Was fehlt uns denn jetzt konkret? Also, Wald, Feuer, Wassertempel gemacht, Schattentempel, Wüstentempel, das heißt die Kindersachen noch, ne? Mhm. Und Ganons Turm natürlich. Dann gucken wir mal, wie du in Yabu Yabus Hintern reinkommst. Die einzige Öffnung, die noch funktioniert. Ah ja, ah ja. Maul hat er ja zugemacht. Ah boy. Da dreht er sich wieder. Wie eine Schallplatte, ey. Ja, Yabu und der Dekobaum fehlen noch. Mhm. Ach ja, den Donker haben wir gemacht. Stimmt. Jo. Ganz vergessen. So, jetzt wären ein paar Bomben cool. Mal speichern. Auf jeden Fall. Am Ende passiert wieder irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Wow. Nice. Okay, damit kann ich leben. Lucky. Dafür, dass Majora's Mask so getrollt hat, ja, mit den Bomben, wird's hier ein bisschen angenehmer für dich. Ah, noch ein Frame. So, erstmal wieder hier zurück. Also ein bisschen durch den Boden klippen. Jetzt wird es lustig. Beziehungsweise ist einer meiner Lieblingstricks, die kein Wrong Warp oder so sind. Muss ich irgendwie bei dem Schäppke da durchdrücken? Nee. Also ja, hier muss ich eh durch. Das geht auch so. Oh, okay. Brauchst du nicht mal angucken, den Friermeister.
Die Sache ist halt, so. Jabu ist ja nicht mehr da. Jabu ist nicht mehr da, ja. Aber vielleicht seine Ladezone? Vielleicht. Wo du, ja. ja, natürlich ist sie. Irgendwo ist sie noch, ne? Ganz unsichtbar in irgendeiner Ecke, wo man nicht hin dürfte. Dann gehst du rein und auf einmal bist du als großer Link da drin. So ist es doch. Es gibt so einen Pixel. Ein Pixel? Ja. Ah, verdammt. Ist leider unglaublich präzise. Sind noch ein paar Frames. Der nächste müsste sein. Ja. Ah, oh, das ist schlecht. Ich glaube, es ist der. Ich bin mir nicht sicher. Nee, okay. Wie gesagt, der Trick ist nicht, Das ist nicht der Frame. Ich sehe nichts. Ist er das? Habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück. Okay. Eins. Zwei. Ah! Oh, Mist. Schade. Sorry. Inputs, zu viele hintereinander. Klack, 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 klack. Ihr hört es wahrscheinlich nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Ja? Muss man ja auch hören, finde ich. Nächster Frame müsste sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Na also. Nice. Ja. Da ist er. Und du bist jetzt im Mund drin. Ja, aber du bist noch das Erwachsene-Modell, ja? Ja. Macht das irgendwelche Unterschiede, außer dass du wahrscheinlich durch ein paar Sachen... Nee, Cutscenes sollen wir ja nicht sehen, ne? Aber dann würdest du wahrscheinlich irgendwie klippen da oder so, ne? Na, die Cutscene wird man sich schon anschauen müssen. Ja? Also die lohnt sich nicht zu überspringen, außer man will irgendwie einen Wrong Warp machen. Okay, nicht, dass du, wenn du Ruto dann trägst, dass sie irgendwie halb in deinem Kopf drin steckt oder so? Nee, das wäre lustig. Leider nicht. Also im Allgemeinen nur ein bisschen schneller, wenn man es im ersten Versuch hinkriegt und nicht so wie ich gerade. Da sind wir. Mensch, du bist es ja. Ach nee, zeitmäßig andersrum. Wer bist du eigentlich? Ich kenne dich doch noch gar nicht. Wieso guckst du denn da runter? Ich würde dich gerne kennenlernen. Meine Augen sind hier oben, willst du gleich sagen. Aber ich gucke dir eher hier unten auf deinen Enterhaken. Und jetzt bin ich ausgerutscht. Ja, während sie gleichzeitig immer noch im Wassertempel ist. Mhm. Oh, da bist du ja schon wieder. Lange Zeit nicht gesehen. 5 Sekunden ungefähr. Hey, wie wär's, wenn du mir hilfst, hier rauszukommen? Dann werde ich dich auch heiraten, vielleicht. Mein Vater hat eine echt große Mitgift. Siehst du die Dinger da? Die schmecken ganz lecker. Ich hab da ein gutes Rezept für. Und jetzt trag mich. Und glaub ich, dass sie den ganzen Text geändert haben in der westlichen Fassung. Ja. Der japanische war eigentlich auch ganz gut. Ja. Einer der netten Vorteile als erwachsener Link. Naja, oh, mega praktisch. Was Schalter wofür? Und Ruto hat auch einen Nutzen. Ja, 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 ja. Ups. Ja, okay. Im Bumerang braucht man ihn nicht.
Den brauche ich. Ja? Ja. Spiegelschild reflektiert keine Gegenstände. Ah, okay. Ergo, ich muss hier ein bisschen links-rechts tanzen. Aber so Jabu als erwachsener Link hat schon was. Ja. Ein Kindheitstraum wird wahr, ne? Jabu als erwachsener Link spielen kann. Und du Verrückter lässt tatsächlich den Dekubaum als letztes? Ja. Letzter Dungeon im Spiel, in Anführungsstrichen. Der Dekubaum. Worst Boss Order. Ja. Du bist zu leicht. Moment. Nee, glaub ich nicht. Wenn ich eins bin, dann ist es nicht zu leicht. So. Fliegefische. Raus da. Oh, ich wollte es auf der Kiste landen lassen. Schade. Abgerutscht. Ich kann nämlich den Boss ohne Bumerang gar nicht schlagen. Es geht nicht. Das heißt, du kannst den Bumerang also auch als erwachsener Link hier benutzen, ne? Möglich. Maybe. Naja, also es muss ja auch dann korrekt in seiner Hand irgendwie liegen können und alles. Ob sie die Animation dafür gemacht haben. Also wenn du das Mädchen schon so tragen kannst, wirst du den Bumerang auch tragen können. Glaub, bei Mädel kannst du mir eher vorstellen, weil du trägst ja auch sonst Sachen mit Link. Das heißt, ja, ja. Du hast ungefähr die Abstände und Sachen sind so deklariert vernünftig im Spiel. Aber den Bumerang kannst du ja nicht benutzen als erwachsener Link. Dass da überhaupt, eventuell ging es irgendwann mal und die haben es tatsächlich animiert. Da ist er auch ausgegraut. Ja, die graue Farbe. Ausgegraut, ja. Macht uns gar nichts. Who cares? It's just the color, man. Das ist derselbe Trick wie mit den Zora-Eiern in Majora's Mask. Mhm. Im letzten Frame überschrieben, ne? Ja. Ocarina spielen. Oh, ich habe verfehlt. Ungünstig. Na also. Also er hebt die Hand, aber man sieht physisch den Bumerang nicht, erst wenn er ihn geworfen hat, ne? Ja, wie gesagt, es ist einer meiner Lieblingsglitches. Aber noch sind wir nicht durch mit den ganzen Glitch-Geschichten, weil ich kann mir auch nicht in den Dekobaum rein. Hm. Ach ja. Der ist ja zu. Ach ja. Was machen wir denn da? Reset. Das wäre lustig. Ja, der macht immer gar keinen Schaden. Weil ich reinroll, Invincibility Frames. Ah, okay. Fertig. Sehr gut. Der war aber auch immer recht nervig, der Typ. Das stimmt. Mal in die Richtung laufen, mal in die andere. Oder einfach reinrollen. Kein Cutscene-Skip? Nee, der lohnt sich hier nicht. Okay. Für ja den gesagt. Macht man zwei Fairies. Ja, stimmt, hattest du gesagt. Da muss man zweimal sterben, damit man hier die Kontrolle wieder bekommt. Na gut.
Mensch, du hast mich gerettet. Ich werde dich vielleicht mal heiraten. Ja. Ja, es ist wirklich... Ja, ja, ja. Wenn er zu groß ist für die Animation, dass die Füße noch im Screen sind. Das kommt davon, dass du zu groß bist, dass deine Füße noch im Screen sind. Na gut, ich mache mich jetzt von dann. Geh ein bisschen Fischmilch trinken. Auch die beste Pose. Ja. Ohne Stein. Ja, ja. Aber Baum. Ach, hat auch was. Ja, nice. Oh, ist auch nice. Mein Baum. Das ist der Baum. Sein Lieblingsbaum. Ich nannte ihn Baumi. Musst du kurz überlegen. Bipu, bipu. Auf zum Dekobaum. Mit dem Bolero des Feuers? Ja. Natürlich. Also nimmst du den Weg zurück hier. Mhm. Alles klar. Kommst du in den verlorenen Wäldern nachher? Ja. Jetzt gehen wir einfach hier rechts raus. Und da sind wir. Mensch, das sieht doch alles aus, wie ich es zurückgelassen habe. Ja, fast. Ziemlich. Ei. Okay. Ja, ist nicht ganz die gewollte Methode. Nintendo wollte nicht, dass du das so machst. Ich glaube nicht. Ich habe es rein zufällig genauso gespielt beim ersten Mal. Okay, so sieht das da oben also aus. Oh, hm? Achso, du bist da unten nicht durchgegangen, weil dann eben... Genau, dann wird das hier nicht geladen ist. Richtig. Und du kannst durch die Tür durch. Genau. Statt durch den Bart. Ah, bin ich einfach mal 7 Jahre zu spät hier. Naja. Was soll man machen? Gibt keine Kollision von unten. Mhm. Aber ich denke mal, du willst ja hier auch nicht den auf traditionelle Art machen. Nee, nicht ganz. Nicht ganz, sagt er. Blum, Brothering, Blum. Ups. Da hat man gerade auch nochmal schön gesehen, dass ich fast alle hab. Mhm. Also Medaillons. Ja. Mhm. Andersrum nämlich eh nicht. Und da sind wir. Du musst an die Decke gucken. Da wartet was. Was total bedrohlich ist, insbesondere mit dem Master Sword. Das ist nämlich schon mal im Voraustod-Umfeld jetzt. Ausgeglichener Kampf. So, mal gucken. Oh, sehr schön, wie das Ding auch weint. Ja. Mit Tränen. Stimmt.
Meine das Einzige, das weint, oder? Wobei, oder es kann sein, natürlich, es tränt, ne, weil es was im Auge hatte, nämlich ein Masterschwert. Ich glaube, da würdest du auch weinen. Ich glaube, du hast da was im Auge. Ach, es ist ein Masterschwert. So, das heißt, ab zu Ganon. Ja. Oder? Ist dann noch was. Ja, ne? Also, ja. Das habe ich mir auch angewöhnt, Ganon zu sagen, ey. Nach verdammten Breath of the Wild. Hm? Ganon eigentlich die ganze Zeit. Ist Breath of the Wild auf Deutsch gespielt? Ja. Die Bedrohung Ganon. Das fand ich so schrecklich. Ja, die haben sich mal entschieden, ne? Nein. Haben die nicht gesagt, aber okay, das heißt auch Link und Solda oder so. Aber Hyrule ist noch Hyrule, oder? Du meinst Hyrule? Oh, oh, nein, 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 ich glaube, es ist Hyrule. Oh, ich bin gerade ein bisschen innerlich gestorben. Der Heilige See. Ich glaube, nur Ganon haben sie zu Ganon gemacht. Natürlich auch Ganondorf, auch wenn der im Spiel so nicht vorkommt. Diddle, diddle, diddle. Ich Albträume haben heute von. Ups. Huitze. Heißt das, du machst jetzt das, was normalerweise für den 17-Minuten-Run gemacht würde? Ja. Dass du jetzt diese Ladezone nimmst, die dich dann quasi in Garn und Schloss spawnt? Genau. Nur da Sprungdistanzen ein bisschen anders sind, ist das Setup auch. Ah, okay, ja, 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 verstanden, ja, klar. Als alter Link ist das natürlich ein bisschen was anderes. Hm. Okay. Da sind wir. Da sind wir. Schon die Flucht jetzt, ne? Ja. Und die Alternative wäre jetzt gewesen, dass man sich direkt hätte in die Endcutscene warpen können oder so, ne? Das geht nicht vom Dekubaum aus. Das geht nur entweder von Dodongos Höhle aus oder vom Feuertempel aus. Das wäre so eine bewusste Entscheidung gewesen, okay, du machst das vorher. Ja. Ne? Und da ist die Reihenfolge eventuell auch ein bisschen anders. Genau. Nee, ich würde schon gerne einmal den Kampf sehen am Ende. Mhm. Anstatt immer nur so, Credits. Oh oh. Na, den fliehen wir. Ein bisschen. Mhm. Mensch, Rob TV. Jetzt sind wir hier schon. Ja, dann komm mal mit. Erstmal Bomben auswählen. Die 3 Minuten haben wir noch. Und er flippt hier erstmal rum. Ja. Ja, schon mal flippen. Hat er sich verdient, der Junge. Wo ist er hin? Unterm Boden wahrscheinlich. Da ist er hin. Oh. Direkt in den Raum rein, ne? Aha. Da ist er. Ist das gleich die Kampfstelle hier? Nee. Nee, es ist innerhalb des. Da sind wir. Ah, okay. Und sie war sogar noch schneller als du. Ja. Shit, die muss cheaten. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hab auf dich gewartet. Ich hab meine Clips im First Try gekriegt. The Kiss. Ach, zum Glück durchgespielt, ne? Da kann ja nichts mehr kommen. Das Schloss fällt zusammen. Was soll denn hier jetzt noch passieren? Ja. Es hat so lang gehalten. Da weißt du überhaupt nicht, wie lange es steht. Da
Dann hast du auch mal Runs mit der Master Quest-Variante gemacht? Nein, ich mag Master Quest nicht. Nee? Nee. Ich bin, ist das ein bisschen willkürlich, die Positionierung da? Oder wie sie die Dungeons gemacht haben? Ich mag ROM-Hacks nicht. Und selbst wenn es ein offizieller ROM-Hack ist, es ist ein ROM-Hack. Randomizer ist so der, ist so die Ausnahme. Mhm. Aber ansonsten. Ich wollte gerade meckern. Aber irgendwie, ich kann mich damit nicht anfreunden. Das ist irgendwie nicht das Wahre. Ist nicht ja, das aber richtige ROM-Hacks Spiel. Halten ja. teilweise Spiele weiterhin noch am Leben. Ne? Das stimmt. Das ist das Gute dran. Das hängt natürlich immer davon ab, was mit dem ROM-Hack gemacht wird. Ja, ja. Bei Majora's Mask, bei Majora's Mask, obwohl das auch ein bisschen ein ROM-Hack ist. Das stimmt. Ich meine, ohne ROM-Hacks hättest du weder Randomizer noch Kaizo Marios und sowas. Also, ja. Das ist schon ganz cool eigentlich. Genau, ja. Aber kommt halt natürlich immer drauf an. Ja gut, aber wenn wir sagen, dass Majora's Mask ein ROM-Hack ist, dann ist auch Twilight Princess ein ROM-Hack. Das ist ja nicht so der Großteil der Engine und alles drum und dann dran. Dann wäre aber auch Link's Awakening ein ROM-Hack. Twilight Princess nutzt dieselbe Engine wie Wind Waker. Okay, dann könntest du sagen, es ist ein Wind Waker ROM-Hack, ne? Aber kein Ocarina ROM-Hack. Verdammt. Na komm. Na also. Und der Kampf geht los. Ja. Zeit fürs Schweinchen. Zeit für ein Schild. Er hat den Infinity Gauntlet. Mhm. Oh nee, warte mal. Ist das noch die urjapanische Version? Hätte er rotes Blut gespuckt? Nee. Nur in der 1-0er. In der 1-0er nur, ja. Die habe ich zwar auch daheim, zweimal. Mhm. Aber es wird geändert. Oh nein, das Schwert. Du hast trotzdem noch in der Hand, oder? Richtig. Ja. Mensch, was soll ich nur ohne mein zweites Master-Schwert machen? Schön in den Schritt ballern. Master Schwert macht deutlich mehr Schaden. Mhm. Hm. Rob, ich habe hier noch ein Schwert für dich. Hol's doch. Puh, das gefällt mir gar nicht. Da habe ich einen Input versemmelt. Na, den. Wunderbar. Okay. Ah! Für Ty musst du nachher noch rauslaufen, ne? Was? Für Ty musst du noch rauslaufen oder wann kommt's? Nee, sobald ich B drücke, gleich. Mhm. Also, soll ich es dann einfach sagen? Ja, sag es einfach dann an. Gut. Ja, ich habe deutlich länger gebraucht als erwartet. Und Time. Okay. Vielen Dank. 1,56, 23. Sehr schön. Ein Schwein weniger auf der Welt. Ja, von viel zu viel. Moment. Oder andersrum? Das ist immer sehr schön, wenn man den direkten Vergleich hat, ne, wie unterschiedlich sich die Spiele doch dann spielen zwischen Majora's Mask und Ocarina, auch wenn es verschiedene Kategorien hier natürlich waren, aber auch das sehr interessant, mal diese Kategorie jetzt zu sehen. Und nicht nur, ich schreibe mir alles ins Inventar und warp mich zu den Credits. Mhm. Was aber auch interessant ist. Das stimmt. Ja. Aber wie schon erwähnt, ne, verglichen mit dem 17 Minuten Any% Run, solche Sachen kannst du mal machen, aber ich glaube, wenn du dann Runner bist, ist es nicht das, wo du sagst, ich versuche das zu optimieren, um Hauptsache da irgendwann mal 16 Minuten da stehen zu haben. Ja, ich meine, es gibt Runner, die machen das, aber für ich könnte es nicht. Ich könnte es wirklich nicht. Für mehr Liebe zum Spiel hin ist das auf jeden Fall die beste Variante. Ja. Das ist auch das Gute an den vielen Kategorien, die es eben dann pro Spiel gibt. Ein paar kristallisieren sich dann immer raus als die, die dann gerne gespielt und genommen werden. Einfach A, weil sie dann gut zum Zuschauen und auch gut zum Spielen sind. Ne? Ich meine, nicht jeder muss Final Fantasy 1 laufe 7 Minuten an Treppen entlang und dann den Abspann. Ja, kannst du auch einmal machen.
Ja. Das ist halt lustig, aber ja. Ja, aber sehr schön. Ja, dann haben wir auch dein aktuellstes Zelda-Werk jetzt hier gesehen. Ja. Welche Zelda-Spiele zeigst du das nächste Mal? Oh wann, wann spielst du endlich Link's Awakening? Oh Gott! Nein, Link to the Past, habe ich gesagt. Achso, ja, Randomizer, ne? Wirst du ja auch nicht. Nee, man muss erstmal normal Vanilla spielen, dann kann er immer noch Randomizer. Mir wurde aber auch gesagt, okay. Na, dann macht er halt alles einfach. Wir ja, ja. Das und einfach und alle von Anfang bis Ende. Ja, wir bedanken uns nochmal bei dir. Ja, aber gerne. Ja, für die vielen Stunden, obwohl du jetzt ein alter Mann bist und die Konzentration ja. nicht mehr so ist wie früher, wo du noch 24-Stunden-Streams machen konntest. Wenn man dich sehen will, auch wenn, wie erwähnt, du nicht mehr so häufig streamst im Moment, twitch.tv/thiefbug und @thiefbug bei Twitter. Jo. Wirst demnächst auch im Zocktoberfest sein, falls es jetzt von der Ausstattung so passt, dass du nicht da schon gewesen bist, aber Zeitreisen, Ocarina, passt schon irgendwie alles. Natürlich auch, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, speedrandale@rocketbeans.tv könnt ihr uns jederzeit anschreiben, hier Fragen und Bewerbungen. Werbung gerne hier auch ansonsten direkt zu Sia an @simiclove oder twitch.tv/simiclove101. Viel Zelda Randomizer, viel Strudel Sundo. Und The Messenger seit kurzem. Und The Messenger, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Oh, spiel das, ja. Ist super. Ich will dich zwar nicht darauf irgendwann festnageln, Sia, aber du hattest mir auch nochmal ein anderes Spiel versprochen, was du hier mal trainieren wolltest. Mit so einem Hut. Und das habe ich. Ja, ja, ich sag nur einen Hut, ich sag mir gleich nicht. Ich habe das sogar vorhin, nicht vorhin. Letztes Mal, ich glaube, vor ein paar Wochen sind wir mal gespielt on Stream. Okay, dann wäre es ja was, was wir dann vielleicht gucken könnten. Dann, du bist herzlich eingeladen, kannst gerne wieder zurückkommen und uns deine Skills zeigen. Ja, ihr gerne. Dürft gerne auch alle Speedrandale-Folgen nochmal gucken, es gibt eine Playlist. Ja, schaut ihr ja. an. Zwei Playlists. Macht Spaß. Um genau zum zu Einschlafen, zum Aufwachen, lasst die Videos durchlaufen und die Werbung komplett. Ja, das ist auch richtig. Wir bedanken uns fürs Zuschauen Yo. Und bis zum nächsten Mal. Bye, ciao. Bye.